Ich darf aktuell im Innenausschuss des Europäischen Parlaments das vielleicht schnellste Gesetz, das es je gegeben hat auf europäischer Ebene, verhandeln, nämlich jenes zum grünen Pass, der es ermöglichen soll, dass das Leben wieder aufblühen kann, dass wir Sportstätten und Kulturstätten besuchen können, dass die Gastronomie genützt werden kann, dass das Miteinander wieder möglich sein wird in unseren europäischen Gesellschaften. Die Pandemie war sehr, sehr plötzlich da. Der Weg aus der Pandemie, der geht Schritt für Schritt, aber durch das Ausrollen der Impfung und durch den grünen Pass haben wir die Talsohle durchschritten. Wir werden, nachdem dieses Gesetz diese Woche auf eine richtige Überholspur gesetzt wurde, mit der Dringlichkeit, die ihm zuerkannt wurde, in wenigen Wochen das Gesetz beschließen. Wir verlieren dann keine Minute, damit der grüne Pass auch ausgerollt werden kann. Ich setze mich dafür ein, dass wirklich jede Bürgerin, jeder Bürger, wo die Einschränkungen wegfallen können, weil die Gründe für die Einschränkungen wegfallen, in Anspruch nehmen kann, was der grüne Pass ermöglicht, und dass auch Europäerinnen und Europäer, die in anderen Kontinenten zu Hause sind, die Möglichkeiten aus dem grünen Pass nützen können, dass jeder Impfstoff, der in Europa zugelassen ist, auch wirklich die Möglichkeiten geben soll, die der grüne Pass liefern wird. Und das ist eine Idee aus Österreich, eingebracht von unserem Bundeskanzler Sebastian Kurz in den Europäischen Rat, jetzt in Verhandlung im Europäischen Parlament im Namen der Bürgerinnen und Bürger. Ich freue mich darüber, jetzt auch einmal offensiv arbeiten zu dürfen für das Durchstarten aus der Krise, nicht immer nur in der Defensive zu sein im Kampf gegen die Pandemie, was wichtig war, wichtig ist, wichtig bleibt. Wir alle brauchen weiterhin Disziplin und Verantwortungsbewusstsein und Geduld, um dem Virus keine Chance zu geben. Deshalb begrüße ich auch sehr die jüngsten Entscheidungen, vor allem für Ostösterreich, damit wir Leib und Leben aller Menschen schützen. Und gleichzeitig arbeiten wir an dem, was das Durchstarten im Jahr 2021 ausmachen wird. Alles Liebe, alles Gute aus dem Europäischen Parlament in Brüssel.